Ui, wir sind wieder zurück im Wasteland. Ich habe mich geheilt und ein bisschen Muni gekauft für die Schrotflinte. Die Schrotflinte bei Myra reparieren lassen und markieren lassen. Das heißt, ich kriege ca. 5% mehr Schaden auf andere Frauen. Vielleicht sogar 10. Sowas in die Richtung. Und wir machen jetzt mal die Ameisenquest. Naja. Ich erinnere mich. 10 mm habe ich gar nichts mehr. Ja, ich kann gleich neue Sachen einstellen. Baseballschläger. Verdammt. Verdammte Dustnehmer. Flammenwerfer haben wir nichts. Kampfflinte ist das einzige, was wir haben. Kampfflinte und Baseballschläger. Mehr gibt es gerade nicht. Das muss reichen gegen die Ameisen. Da haben wir auch schon die erste, oder? Yep. Ich hoffe, die macht nicht zu viel Schaden. Kann ich auf dem großen Bildschirm schauen? Oh, es wird Nacht, verdammt. Überraschung. Ja, überrascht mich auch. Oh je. Die habe ich ein bisschen unterschätzt anscheinend. Ach du. Ich ein bisschen Ameisenfleisch drauf essen. Ist das gegen Feuer? Hat nichts aus. Verdammt. Ja, okay, nein. Ich werde doch keine Ameisen fighten. Die sind auch schon zu stark. Okay, wo sind die Fühler? 42, verdammt. Verdammt, sind diese Viecher stark. Da brauche ich fast meine ganze Muni. Muss fast Rückzug machen. Eine Granate werfen probieren. Das könnte funktionieren. Mehr habe ich gerade nicht. Wie hoch ist die Chance, dass ich es schaffe? Das reicht mir, oder? Oh Gott, ich bin im Arsch. Kommt dahinter schon die zweite? Nein, nein. Oh Gott, ich kann gleich wieder zurück und schlafen gehen und Stimpaks kaufen. Ich dachte, die sind leicht. Ich dachte, die sind leicht. Komm, gib mir ein Level up, bitte. Brauch es. Oh boy. Ich habe schon dreimal zurückgedrückt. Oh Gott. Level erhöht. Ich habe eine Kronkorkenmine, die kann ich dem entgegenwerfen. So eine Verschwendung, aber. Warum nicht? Das ist eine kleinere, verdammt. Echt eine Verschwendung. Komm schon. Und Medizin, und Medizin. So. Oh, da hätte ich noch mal Dietrich was draufhauen können. Ich brauche mehr. Irgendwas. Intelligenz, geht schon. Ist fast egal, schon, wenn ich bei 1 bin. Sprengstoff, Dietrich. Da.
Ich habe schon so viel verschwendet. Okay, ich gehe weg da. Zwei Ameisen, die reichen schon gerade. Eine Kronkorkenmine für eine Ameise verschwendet. Krass. Wo ist Everview? Ich mach mal ein Bett schlafen mit der Leiche. Yay! Kein guter Start, kein guter Start. Was zum? Schüsse gehört. Keine Ahnung, wo die sind. Aber ich habe ein Haus zu looten und muss schlafen gehen. Auf Fat Money. Ich weiß gar nicht, ob es alle Orte, wo man was verkaufen sind, sind so gefährlich. Ah, verdammt. Ist verdammt dunkel hier drin. Die finde ich erst jetzt. Ja, damit. Nicht, dass er reinkommt und mich dann vernichtet. Ich könnte diese Leute hier verskillen für Erfahrung. Aber dann kann ich die Quest nicht fertig machen. Money für Waffen, die ich nicht habe. 44. Ich habe Schulden bei Moira. Dafür, dass sie mir die Kampfflinte repariert hat. Und ich jetzt schon zu wenig Muni habe. Oh, 10 Milli. Echt jetzt keine gute Waffe. Mist. Mist. Ah, dann lieber mit Leiche schlafen. Schön erholt. Schuss. Wo gehe ich hin? Das war gefährlich. Station Northwest. Station Northwest können wir gehen. Irgendwo ist doch fetter Fight. Und ich will nicht reingeraten. Nein, Mann. Mit 12 Schuss kommt man nicht weit. Da bin ich zu dumm, um was friedlich zu lösen. Okay. Ich bräuchte fast einen Maulwurfsratten. Bunker, die Kanalisation voller Maulwurfsratten, um irgendwas zu erreichen.
Explode. Ich glaube, Luck in diesem Spiel zahlt sich nicht aus. Rakete. Dafür habe ich noch keine gute Loot bekommen. Rakete. Und wieder Raketen. Und wo ist der Raketenwerfer in diesem Koffer? Da habe ich schon geschaut. Ja. Pistole ist nicht mal in guter Verfassung. Dann. Adopted Dustin in diesem Spiel. Unglaublich. Sollte einfach nicht mehr mit einer Pistole in der Hand rumlaufen. Ich will immer mit E1 zielen oder so. Ja, ich renne mit R2 herum. Damit ich immer sehe, ob da Gegner sind oder nicht. Ah ja, diese Station. Ich glaube, da waren auch Gegner drinnen, aber. Ist das ein Babywagen? Ja. Da waren auf jeden Fall Minen unten. Gefährlich. Okay. Schönes Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Es ist an der Zeit, ich habe gerade ausgeschalten, etwas recht Wichtiges zu erörtern. Es geht um, nun ja, meine Präsidentschaft. Ich weiß, dass diese Frage aufgekommen ist, wie ich in dieses erhabene Amt gewählt wurde. Oder ob ich überhaupt gewählt wurde. Darauf muss ich antworten. Ich wurde natürlich gewählt, geliebtes Amerika. Ist denn nicht das Wahlrecht das Fundament einer Demokratie? Leider kann ich im Interesse der nationalen Sicherheit nicht die Einzelheiten der Wahl erörtern. Angst, keine Musik war immer gut. Steampacks werden gebraucht. Ja, Kram auch. Alles, was zum Essen ist. Wenn es explodiert, bin ich tot. Und da dieses Spiel nicht so flüssig läuft auf 30 FPS, kann mich das schnell erwischen. So, war da direkt nicht drin, neben mir was rechts. In den Tunnel. Ich habe keine Muni für den Fight. Ah, sind sie nicht Drogenhändler?
Naja. Sie sind nicht hier, um meine Geheimnisse zu klauen, oder? Natürlich das Geheimnis zur Herstellung von Ultrajet. Oh, verdammt. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Das sieht mir ähnlich. So könnte man das wohl ausdrücken. Ultrajet hat fast doppelt so viel Potenzial wie Jet. Perfekt für Ghule. Jet hat bei uns fast keine Wirkung. Das einzige Problem ist, dass es fast unmöglich ist, alle Zutaten aufzutreiben. Ich könnte dabei etwas Hilfe gebrauchen. Für einen Ultrajet braucht man drei Dinge. Von zwei der Zutaten habe ich reichlich. Die andere ist schwieriger zu finden. Zuckerbomben. Ich destilliere es bis auf die grundlegenden Inhaltsstoffe, füge sie der Formel hinzu und voilà. Ultrajet. Für jede Kiste Zuckerbomben zahle ich 15 Kronkorken. Wie wär's? 15 für jede Zuckerbombe. Wollen Sie jetzt oder nicht? Gut. Machen Sie sich jetzt auf den Weg. Ich habe viel vorzubereiten. Also, was haben Sie für mich? Er ist mein Assistent und mein Vertreter, falls es mal Ärger gibt. An Ihrer Stelle würde ich mich nicht mit ihm anlegen. Klar kenne ich die. Ich gehe Ihnen aus dem Weg und Sie lassen mich in Ruhe. Gut nachbarschaftliches Verhältnis. Sie leben irgendwo östlich von hier. Falls Sie mal lebensmüde sind. Ich glaube, es gibt einen unterirdischen Durchgang zu Ihnen tief unten in der örtlichen Metrostation. Ja, sobald Sie mir noch ein paar Zuckerbomben gebracht haben. Okay. Okay, tun Sie, was Sie tun müssen. Ich könnte den, glaube ich, umbringen. Der hat eine geile 10 mm an seiner Hüfte. Und das ist Barrett. Scheiße, was ist das denn für ein hässliches Ding? Das ist ein Patrick. Schwer. Chat. Hochplatte. Lassen Sie mich in Ruhe, Sie Glatthaut. Sorry, Bro. Minenkiste. Nehme ich's mit. Wenn's schon gratis ist. Oh, danke, Radex auch. Das braucht ihr sowieso nicht mehr. Was das wert ist, meine Zuckerbomben zu opfern. Ich will mal schauen, was ich da kriege für Sneak Hits. Nein. Angriff! Feigling. Angriff! Aha! Hab ich dich! Oh, das war noch nicht alles! Ich hab dich gerade selbst umgebracht. Oh, Stealth Boy! Stimpacks alle rein. Das war mein Tod. Das war definitiv mein Tod. Psycho. Da kommt noch mehr. Deep. Boy. Immer vorsichtig. Nein. Vielleicht bin ich nur schreckhaft. Wow.
Ja! Oh, ich weiß nicht, ob es das wert war. Auf keinen Fall eigentlich. Schau mal, das ist den Texane. Na, reicht's schon? Oh, oh, 10 mm aber. Oh. Eigentlich eine krasse Aktion. Wo ist Murphy? Ah, hier ist Murphy. Kampfrüstung. Sturmgewehr. Okay. Um echt zu sagen, für die Loot. Für die Loot war es schon wert. Papierpistole. Hm, her damit. Wird uns höchst verkaufen müssen. Oh. Ich dachte, das war's mit mir. Und ich dachte, dass das der Freund mich so rettet. Das. Oh, ja damit. Kann ich hier schlafen? Nein. Ich muss schlafen und Stimpaks kaufen. Auf jeden Fall beides. Oh. Aber ich habe gute Waffen. Ich mache gerade gar nichts von den Quests, die ich machen wollte. Okay, was haben wir hier? 2 Stimpaks, 10 mm Maschinenpistole, boah, beides gebraucht, 32 Schaden, Kampfrinter, doch 32 Schaden, hat's gar nicht gebracht, Sturmgewehr habe ich viel Money, uff. Ich hoffe es einfach nicht, die richtigen Tasten zu treffen hier drinnen. Okay, brauche. Ist 10 mm wichtiger, glaube ich, schon, oder? Macht richtig gut Schaden. Sie sind doch alleine hierher gekommen. Dann kann es ja nicht so schlimm um Sie stehen. Ja? Was darf es denn sein? Oh. 700, das ist gar nicht so schlimm. Ich behalte mir trotzdem die Kampfflinte. Splitterminen, die waren gerade wichtig. Kampfrüstung 25. Uff. Auf jeden Fall, oder? Darf ich gar nicht nachdenken nochmal. Jetzt fette Schulden überall. Fünf Millimeter werde ich nicht brauchen. Rakete auch nicht.
Nein, vielleicht doch, aber so schnell werde ich vielleicht keinen Raketenwerfer finden. Sind Sie fertig? Nicht vergessen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ja, das kannst du mir sagen. So ein vorsichtiger Typ bin ich. Schlafen. Und dann schauen, was ich mache. Wie spät haben wir es? Eine Stunde reicht doch, oder? Ja. Guten Morgen. Was darf es denn sein? Wasser. Sehr wohl, bitte sehr. Ich werde gewissenhaft aufräumen, während... Genau, was sonst? Gewissenhaft aufräumen. Okay, weiter mit der Familie. Verdammte Karte. Okay, da. Ich glaube, ich muss den nächsten Punkt mal in den Schaden stecken, dass ich mehr Schaden mache. Damit kann ich umgehen. Und ich gehe wieder zurückschlafen. Ja, ihr habt es richtig gehört. Es wird eine weitere Schlafsession gemacht. Oh boy. Oh boy. Drei Maulwurfsratten. Nein, ich habe nicht genug Steampacks. Ich muss das machen. Es gibt hier keine negativen Nachteile, wenn man dieses System ausnutzt. Mein Loot ist gerade nicht gut genug, dass ich das riskiere. Aber da beende ich gleich mal die Folge. Peace out. Peace out.